freue mich sehr, jetzt nochmal die Gelegenheit zu haben, jemanden begrüßen zu dürfen, der uns in den letzten Wochen... Sorry, ich muss dich unterbrechen. Wir haben hier zwei Gäste stehen, die wollen in die Sendung. Was ist los heute? Ja, die sagen, dass sie dich kennen und die wollen in die Sendung. Sehen die so ein bisschen aus wie ich, nur älter? Dann nicht. Nee, aber die sind sehr renitent und die wollen reinkommen und die wollen auch Auftrittsmusik. Ja, heute ist mir scheißegal, ja. Egal, wenn es die Zeuge Jehovas sind, es ist mir einfach egal. Schick sie rein, spielt irgendwas, kein Problem. Bitteschön. Entschuldigung, tut mir leid. Ja, heute kommt die ganze Familie. Ja, ja. Hallo. Letzte Woche konnte ich nicht. Also stellvertretend für euch allen habe ich Marc die Hand gegeben. Ich bin nicht das dumme Arschloch, dass ich Hallo gesagt habe. Nein, gar nicht. So, aber ich war letzte Woche schon Gast hier und habe der Band nicht Hallo gesagt. Dann habe ich mir abends dann natürlich meinen Auftritt im Fernsehen noch Da konnten angucken. Die kaum schlafen vor Enttäuschung. Und ich habe mir gedacht, so, was für ein arrogantes Arschloch ich wohl geworden bin. So, das klären wir gleich, denn jetzt, also schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Also, danke auch für die Einladung. Freue mich sehr, dass ihr da seid. So, was kann ich jetzt für euch tun? Wir haben auch ein Album aufgenommen, deswegen sind wir hier. Ihr habt das jetzt, weiß ich natürlich. Ja, natürlich. Komm, ich nehm's euch ab, dass ihr es nicht sagen müsst. Danke. Das ist wirklich so ein ganz awkward Moment, wirklich zu dir in die Sendung zu kommen und quasi über etwas zu sprechen, was wir beide nicht zusammen machen. Weil es könnte natürlich auch sein, dass du jetzt eifersüchtig wirst. Bist du sauer auf mich jetzt? Nee. Also ist mir egal eigentlich. Ich hab's gar nicht bemerkt bisher. Nein, also, wenn du sagen musst, also wenn du mir für ein paar Stunden mal abnimmst, da freue ich mich ja drüber. Du musst dann ab 19 Uhr wieder frei haben. Also ich würde ihn dann zurückbringen. Da schläft er eh bald. Aber das ist wenn du dem dann, darfst du halt ab 17 Uhr darfst du dem keine Fanta mehr geben oder so. Aber egal, also, es ist jetzt ein neues Projekt und es ist ein sogenannter Podcast, den ihr jetzt zusammen macht. Und ihr habt jetzt jede Woche zusammen einen Podcast namens Sunset Club. Und da muss ich sagen, da bin wohl nicht nur ich schwer begeistert. Das freut mich, dass du das so sagst. Ja, tatsächlich. Der Name ist... Was ist das? Ist das ein Wissenschaftspodcast oder worum geht es? Das ist ein Wissenschaftspodcast. Es geht aber vor allen Dingen auch darum, so, was macht man in der Zeit, wenn man eine Stunde Zeit hat und was kann man alles in ein Mikrofon reinsprechen? Das versuchen wir. Also da geht es bei Joko drum. Ich versuche so ein bisschen Richtung reinzubringen und zwischendurch du bist praktisch, eine Pointe. Wie wär's mit einer Pointe? Ich muss nicht immer eine Pointe haben. Reicht mir manchmal, wenn ich einfach recht habe. Ich freue mich wirklich total darüber. Ich muss dir halt nur mal, also der Vollständigkeit muss ich sagen, wenn du anfängst mit ihm zu arbeiten, den wirst du nicht mehr los. Ne? Also, aber das ist doch der schön. Der ist dann da. Ne? Ich lebe den Traum. Der ist dann da. Ja, hast du einen Tipp noch, den ich beherzigen kann oder damit es einfach. Ach nö. Also, Füttern ist teuer. Im Prinzip, ne? Füttern ist teuer. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, dass wir hier hingekommen sind. Ehrlich. Ich wollte wirklich noch ganz herzlich Danke sagen, weil es total schön finde, dass du uns den Platz gibst. Aber dass ich jetzt irgendwie hier so sitze während ich hier sitze, redet ihr über mich. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Aber er hat an seinem Armband, das sieht aus wie eine coole Uhr, aber das ist so ein kleines Kästchen, das kann man aufmachen, da sind seine Tabletten drin. ich bin vorbestraft und ich habe Freigang. Sophie. Klaas. Was sagst du, also jetzt mal ernsthaft jetzt, hast du dir lange überlegt, ob du praktisch in, da so hier bei uns, also zwangsläufig, das ist ja wie mit Bill und Tom, ne? Also mich hast du jetzt auch an der Backe und hast du dir gut überlegt, ob du da mitmachen willst hier bei uns? Ach, um jetzt einmal eine ernste Antwort auf eine nicht ernst gemeinte Frage zu geben, überhaupt nicht. Ich finde es total schön, Teil von dieser Familie zu sein und ich habe natürlich nicht wirklich eine Sekunde gezögert, als ich mit Joko einen Podcast machen konnte, weil er einfach ein Süßigbärt ist. Ja, ist er. Das stimmt. Das stimmt. Und ein ganz lieber, interessanter... Ich bin so froh, dass wir hier sind. Du bist ein ganz interessanter, lieber, warmherziger Mensch und ich freue mich total, diesen Podcast mit dir zu machen. Ey, guck mal, das geht nämlich auch mal ohne Ironie, meine Damen und Herren. Aber was vielleicht noch ganz pfiffig wäre, zu sagen, wann das kommt. Ne? Hat Klaas schon gesagt, muss nur zuhören. Hat er gesagt? Ja. Erscheint jeden Donnerstag, jede Woche und bisher sind wir... Jede Woche? Ja, kannst du nicht? Kannst du nächste Woche nicht? Ja, krieg ich hin.
Okay. Und ist geplant als der erste Podcast-Club der Welt. Das heißt, andere Leute können mitmachen. Man kann theoretisch auch einen Mitgliedsantrag ausfüllen. Und eigentlich am Anfang hatte Joko auch gesagt, es gibt noch andere Promis, die mitmachen würden. Ja. Und die haben sich aber dann komischerweise auch gar nicht mehr gemeldet. Als vielleicht habe ich auch gar keinen gefragt. Wenn man nicht so viel Zeit miteinander hat, und das gilt ja für viele hier, ne, die also nicht so viel Zugriff haben auf euch zwei, das ändert sich jetzt, indem man einfach jede Woche eine Stunde lang zumindest in so einen Teil eures Kopfes reinschauen kann. Und wen das interessiert, der hat jetzt freien Eintritt, denn das ist kostenlos, kann man überall sich anhören. Jeden Mittwoch, Nacht um 0 Uhr, also sozusagen technisch gesehen Donnerstag, kommt der Sunset Club von Sophie Passmann und Joachim Cornelius Winterscheid. Ja, vielen Dank.